Täglich tummeln sich tausende Wintersportler im Skigebiet von Sölden. Nicht immer geht dabei ein Skitag ohne Verletzungen und Unfälle zu Ende. Im Falle eines Notfalles sind die Pistenretterinnen und Retter der Pistenrettung der Bergbahnen Sölden im Einsatz. Ausgehend von mehreren Stationen über das ganze Skigebiet verteilt, wird schnellstmöglich die nötige Erste Hilfe geleistet und der Abtransport der Patienten gewährleistet. Ja, generell haben wir 4 Stationen in Sölden. Das ist einmal am Gickjoch, einmal an der Mittelstation, einmal am Rettenbachgletscher und einmal am Tiefenbachgletscher. Und da sind jeweils im Tag verteilt 15 Pistenretter im Dienst. Die Pistenretter sind bei ihrer Arbeit auf die Hilfe anderer Wintersportler angewiesen. So gilt es bei einem Skiunfall, einen Notruf abzusetzen, um die Rettungskette in Gang zu setzen, den Unfallort abzusichern sowie erste Hilfe zu leisten. Im Fall eines Unfalls ist es ganz wichtig, dass man einmal schaut, was da passiert ist. Und danach ist es ganz wichtig, dass man sofort einen Notruf aufsetzt und natürlich gleich ein bisschen die Sicherheit gegeben ist. Und danach sollte man sich um den Patienten dabei kümmern, bis die Pistenrettung dann vor Ort ist. Je nach Schwere und Art der Verletzung gibt es für die Retter verschiedenste Möglichkeiten, den Verletzten zu versorgen bzw. dessen Abtransport zu organisieren. Wenn jetzt ein Einsatz hineinkommt, der wird von der Leitstelle ins gemeldet oder direkt vom Passanten oder direkt vom Lift. Oft fährt da einer hin mit dem Ski, da schaut einmal, was los ist. Und wenn mehreres vorfällt, dass man einen Pappel braucht oder einen Helikopter oder Leute, dass man mit dem Ski transportieren kann, oft macht man das halt auch so. Und wenn es schwerere Verletzungen sind, oft kommt sofort ein zweiter Pistenretter und der hilft dann weiter. Im Falle einer Bergung entstehen für den Verletzten Kosten, welche durch private Unfallversicherungen oder mit der Pistenrettungskarte der Bergbahnen Sölden gedeckt werden können. Ja, prinzipiell sind die Einsätze kostenpflichtig, aber wenn man eine Zusatzversicherung, eine private selber hat, natürlich wird die das bezahlen. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass man bei uns über die Bergbahnen auch eine Zusatzversicherung sich leisten kann, eine günstige. Aber die ist natürlich inkludiert nicht im Skipass, sondern die muss man zusätzlich noch dazu kaufen. Die Pistenretter gehen ihrer Arbeit mit großer Sorgfalt nach. Für die Helfer sind die Gründe für ihre Berufswahl recht einfach zu beantworten. Ja, das ist eigentlich eine ganz kurze, einfache Frage. In der freien Natur, ich bin gerne behilflich gegenüber meinen Mitmenschen und das macht mir einfach Spaß. Bei einem Skitag kann immer etwas passieren. Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit in den Bergen. Im Falle des Falles sind die Pistenretter der Bergbahnen Sölden zur Stelle. Wobei diese auch nicht traurig sind, wenn es für sie keine Einsätze gibt und alle Wintersportler gesund ins Tal kommen.